Schusch, Leute, willkommen zum Schusch, zum Sonntag. Heute, ja, an diesem bei uns leicht sehr nebligen, silent hilligen Sonntag. Und ja, ich muss ein bisschen was erklären, ich muss ein bisschen was zu letzter Woche sagen. Denn life was a bitch diese Woche, da lief einiges nicht so, wie ich es geplant hatte. Und da wird man immer mehr aus der Bahn geworfen, als man eigentlich will. Und ja, wer es mitbekommen hat, ich habe zum Montag ursprünglich einen Stream angekündigt gehabt. Wollte Undertale streamen, das war jetzt gestern. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, bin ich da mit dem neutralen Run durch. Das ist jetzt eine Sache, das lade ich auch demnächst hoch. Nur, das sollte ursprünglich schon Montag passieren. Beziehungsweise Montag ist was dazwischen gekommen, wo ich nicht mit gerechnet hatte. Das Timing war auch dementsprechend perfekt. Das hätte, glaube ich, nicht krasser passieren können. Ich war kurz davor, den gesamten Stream, das Setup alles anzufangen. Ich habe schon Twitch offen gehabt, schon mein OBS gestartet und hast nicht gesehen. Und ich war kurz davor, das Ganze anzufangen, wo ich denn eine Nachricht von meiner Mutter gekriegt habe, dass mein Vater im Krankenhaus liegt. Yeah, well, this is how a world came to an end, pretty fast. Aber es geht ihm gut, er kommt jetzt nächste Woche, Anfang nächster Woche wieder raus. Und ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, was da mit ihm ist. Von daher, ja, deswegen gab es da ein bisschen Komplikationen jetzt Anfang der Woche. Deswegen habe ich Montag, Dienstag, Mittwoch nicht gestreamt, weil sowas wirft einen so ein bisschen aus der Bahn, seinen eigenen Vater auf einmal in der Intensivstation zu sehen. Das haut einen dann doch so ein bisschen aus der Welt. Deswegen habe ich die Anfang der Woche nicht gestreamt und habe ab dann versucht, langsam wieder Fuß zu fassen. Und jetzt aktuell ist wieder alles tutti. Jetzt, seit gestern läuft Resident Evil, das HD Remaster aus der Origins Collection ist am Laufen. Und ist jetzt natürlich das neue Hauptprojekt. Geht täglich jetzt weiter und das wird auch heute Abend wahrscheinlich weiter gestreamt, so gegen 17 Uhr. Da machen wir dann weiter da, wo wir aufgehört haben, in der Ute Mountain Spencer Mansion. Und ja, bin ganz ehrlich, das Spiel ist bislang richtig schön. Auch wenn, ja, ich irgendwie das Gefühl habe, das ist jetzt dasselbe Problem wie mit Wind Waker, nur ohne Copyright. Von daher ist aber nicht tragisch, weil letzten Endes, ja, es ist wie es ist und es läuft wie es läuft. By the way, vielen Dank nochmal, das habe ich letztes Mal total vergessen, weil, ja, alles, da war alles auf einmal, da waren wir ja noch zu Tanz der Vampire im Musical und ich habe total vergessen, das einzubauen. Also vielen Dank nochmal für alle Patreons, die aktuell noch dabei sind. Ich weiß, ich hänge immer noch mega hinterher mit allem, aber ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwann mal hin, dass ich mal mir selber in den Arsch trete und wieder alles wieder ins Reine bringe. Von daher, das ist dies, das ist jenes. Ich hoffe, dass diese Woche jetzt, was Streams angeht, ein bisschen fester läuft als letzte Woche, weil, ja, es ist nun mal, wie es ist. Es ist so gekommen, wie es sein musste und, ja, eigentlich kann man froh sein, dass noch alles gut gegangen ist. Von daher bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ich hoffe, dass es jetzt diese Woche besser wird. Und ich werde auch mal zusehen, dass ich mal wieder so einen 12-Stunden-Stream geplant kriege, dass ich mir da ein Thema für suche und tatsächlich so irgendwas hinstelle, was tatsächlich Sinn macht. Ich habe auch generell sowas schon Ideen gehabt, was ich da machen könnte. Mehr solche Event-Wochen schon eher, weil aktuell habe ich noch die Zeit. Es ist nun mal so. Es ist aktuell noch vieles offen, was mir irgendwo ein bisschen quer liegt, weil ich dann nicht weiß, ob ich das jetzt soweit planen sollte. Weil ich habe so die böse Befürchtung, dass wenn ich denn irgendwie wieder mir einen Job habe oder irgendwie was, dass ich wieder null Zeit für alles habe und alles wieder den Bach runtergeht. Sprich, mein Kanal ist noch toter, als er ohnehin schon ist. Von daher, ja, ich meine, ich mache ja auch nicht viel. Ich bin auch nicht wirklich der große YouTuber, der Stunden über Stunden in das Ganze setzt. Ich mache zwar auch einiges, aber seien wir ehrlich, so viel ist es dann doch nicht. Am Ende des Tages, ich stream nur eine Menge und habe eine große Fresse. Von daher, was ich an sich mache, ist schon, man könnte schon fast sagen, das Minimum irgendwo. Es ist irgendwo so ein Bare Minimum schon irgendwo. Aber ja, that's me. That's
That's a human failure right here. Nee, auf jeden Fall, heute Abend, wahrscheinlich so gegen 17, 18 Uhr, Resident Evil geht dann weiter, weil ich finde das dann einfach vom Feeling her schöner, wenn es sowieso dunkel ist hier. Ja, ein bisschen spoopier und das nicht gesehen und ja. Von daher, das ist, finde ich von der Zeit her auch immer ganz schön. So habe ich vorher noch ein bisschen Zeit, so kann ich vielleicht jetzt gleich noch ein bisschen, ich habe gerade voll Bock zu ranken in Overwatch, von daher. Ich bounce zwar immer wieder rauf und runter in Gold, aber... Ja, ich glaube, Platin kann ich mir in die Haare schmieren. Das ist so... Ich weiß auch nicht, es ist... Ich komme irgendwie nicht voran. Ich habe manchmal so eine Siegessträhne, dann komme ich ein bisschen voran. Und dann auf einmal sagt sich mir, ja gut, wie wäre es, wenn jetzt alle in dieser Runde Rage quitten, außer ich, und ich stehe dann da. Und denke mir, well, this is fine. Well, this is fun. Einfach abhauen und sagen, you know what, das ist doch scheißegal. Du kriegst zwar deine Bestrafung dafür, dass andere das Match verlassen haben. But it sucks. Blizzard, please fix this shit. This is fucking retarded. Wenn, weißt du, ein so ein Boon lieft, der zweite denkt sich, ja, ne, 5 gegen 6 schaffen wir sowieso nicht, geh ich auch. 4 gegen 6, gut. You can fucking pick Hanzo und lass es Pfeile regnen. Das genau, macht genauso viel Sinn. Von daher... Ja, Overwatch Ranked ist, es ist eine Mischung aus Frust, es ist wie Glücksspiel, könnte man schon fast sagen. Es ist, man sollte es nicht machen, es macht unter 18 Jahren, sollte es verboten werden, weil es süchtig macht, weil du denkst, oh, du hast eine Glückssträhne, vielleicht bleibt die mal, und dann denkst du dir, nee, auf einmal 10 Niederlagen, welcome to Silver. Ja, mein Ziel ist immer noch Platin, aber die Season geht ja noch einen Monat, die geht noch bis... Was ich jetzt schätzen müsste, so Mitte Februar. Und ja, wollen wir ja mal sehen, was da kommt. Generell, was Overwatch angeht, ich weiß, Moira ist noch nicht so lange draußen und ich main sie aktuell immer noch, neben Junkrat. Weil in der Solo-Queue, seien wir ehrlich, wer will schon den Heiler spielen? Und meistens heulen mir die Leute in den Ohr voll, ich soll Mercy spielen. Ich pick dann Moira, weil ich weiß, wie ich Moira zu spielen habe. Zumal meistens diese Dipshits zu dämlich sind, eine Mercy auch nur ansatzweise irgendwie zu schützen. Von daher nehme ich Moira, damit kann ich, wenn es mir zu eng wird, aus der Situation raus Shadow steppen und bin weg. Oder ich schmeiße den Leuten Kugeln hinterher und sage mir, you know what, fuck yourself. Mach doch, was du willst, ich bin jetzt DPS. Das kann ich auch machen, wenn ich wirklich sag, you know what, fuck you. Ich freue mich auch schon mega auf das nächste Update, wenn sie einen Emote kriegt, wo sie so macht. Das ist im Grunde mein Status. Das ist im Grunde das, was ich immer sag mir, wenn meine Leute denken, ja, yeah, well, let's pick Widowmaker and fuck shit up in attack. How about that? Auf jeden Fall, das soll jetzt nicht weiter stören. Ich hab jetzt so generell, jetzt ist wieder alles hoffentlich ein bisschen klarer. Aber mal davon abgesehen, dass draußen fucking Silent Hill ist an sich. Euch wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Woche, ein wunderschönes restliches Wochenende und hoffentlich sehen wir uns dann heute Abend im Stream. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.